Hallo Leute, das ist der Z-Log, ich bin Semni und ich habe heute viel zu lange nach Hause gebraucht. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, wie das alles zustande kam, auch wenn ihr es höchstwahrscheinlich am Titel und an den eingefügten Bildern schon sehen werdet, ich habe jetzt nicht so viel gemacht die Woche, ich kam beziehungsweise auch nicht wirklich zu was, aber ich habe mir, was man erwähnen könnte, die erste Folge der neuen Netflix-Serie Between angeguckt. Und es geht darum, dass ein Virus Leute über 21 oder 23, was befällt, ich glaube 21 befällt. Und nur die darunter am Leben bleiben, davon nicht erkranken. Das passiert auch alles sehr plötzlich und das mit dem Tod geht sehr, sehr schnell. Es gibt keine Heilung, gar nichts und so weiter. Und dieses ganze Gebiet wird komplett vom Militär umschlossen und keiner kommt raus. Und ja. Das Ganze ist eine Mischung aus The Tribe und Under the Dome, wobei ich mir Under the Dome nicht angeguckt habe. The Tribe damals aber sehr gerne. Wer das nicht mehr kennt, war eine Serie aus Neuseeland. Auch da ging es darum, dass halt alle Erwachsenen von einem Virus dahingerafft wurden und die Kinder sich organisiert haben. Das Ganze lief recht lang. Ich glaube, 6 Staffeln waren es und war trashig. Ehrlich gesagt, aber man hat es gerne geguckt irgendwie, auch wenn es so ein bisschen das Postapokalypsen-GZSZ war. Das ist eigentlich die beste Beschreibung dafür. Ich müsste mal wieder reinschauen. Und ja, dadurch, dass ich das kenne, war der Eindruck von Between, ich weiß nicht, irgendwie so, ja, es steht halt am Anfang davon, aber irgendwie haben sich bis jetzt nicht so wirklich coole Figuren herauskristallisiert. Bis auf so einen kleinen Hackerjungen, aber der ist irgendwie so in der heutigen Zeit so generisch, dass ich nicht weiß, ob das jetzt so wirklich erwähnenswert ist. Ansonsten habe ich auch Penny Dreadful weitergeguckt und bisher fand ich die neuen Folgen relativ gut. Jetzt ging es wieder um die vom Teufel besessene Frau, deren Namen ich mir noch nicht mal merke, weil ich den Charakter so sterbenslangweilig finde und so ein bisschen ihre Vorgeschichte, die zwar ganz gut war. Aber ich mag die Figur halt wirklich nicht. Und klar, sie ist letzten Endes der Angelpunkt dieser Serie, aber das macht sie noch lange nicht zu einer interessanten Figur, sondern mehr zu einer Motivation für die anderen Figuren. Zumindest sehe ich das so. Was schade ist, da die Schauspielerin die Sache eigentlich auch gut macht, aber ich finde die Rolle doof geschrieben. Und ansonsten, ja. Ist da nichts weiter. Ich kann ja noch ein bisschen. Ich habe jetzt geplant, Shadowrun Returns und Valkyria Chronicles als richtige Stream-Projekte zu nehmen. Ab und zu werde ich noch was vorstellen. Ich werde auch demnächst Splatoon zeigen, was hier jetzt liegt, wozu ich aber noch nicht kam. Aber die beiden werden es jetzt erstmal hauptsächlich sein. Aber zuerst bei Shadowrun, weil. Ich habe ein bisschen Angst gerade vor dieser Mission über Valkyria Chronicles. Der Meto, der das damals mitverfolgt hat, kann, glaube ich, verstehen, warum. Ich habe die Mission damals auch schon mal geschafft, irgendwann, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das so spontan vor diesem, ja, du musst das jetzt zeigen und du musst dabei unterhaltsam sein und bla und so weiter, ob das dann funktioniert in dem Moment. Gut. Dann komme ich jetzt zu dem. Sagen wir mal, Titelthema. Und zwar war ich auf einer Convention, beziehungsweise keine direkte Convention, aber ein Kulturfest in Düsseldorf, das gerne als Anlass zum Cosplay genommen wird, nämlich der Japan-Tag. Und ich habe mich sehr spontan dafür entschieden. Ich habe erst, glaube ich, Mittwoch meinen Freunden geschrieben, hey hier, du hast doch gesagt, ich kann bei wem unterkommen und so weiter. Und das ging auch alles klar und die haben mich mitgenommen und so weiter und so fort. Und am Donnerstagmittag schreibt mir mein, also so über den Donnerstag verteilt haben wir halt festgestellt, oh, es gibt wieder eine Cosplay-Gruppe. Und zwar die Dressrosa-Gruppe, die wir aus One Piece, die wir auch schon zur Konichi letztes Jahr hatten, beziehungsweise halt ein bisschen andere Konstellation. Und naja, ich bin Lusser, ich hatte aber keine Nase. Und hätte die jetzt dann nicht so schnell zusammenbasteln können, weil bis jetzt habe ich das auch noch gar nicht hingekriegt. Daher wäre das komisch. Und dann plötzlich hat er gesagt, ja, ich habe noch eine gefunden bei mir. So eine Plastik, die eigentlich für Hexen verwendet wird. Aber ja, es reicht. Also bin ich nach 11 Stunden Arbeit, nach dem Sport,
bin ich noch nach Hause gehetzt, habe mir die Haare gefärbt, damit die wenigstens ein bisschen dunkler sind, weil ganz schwarz habe ich es nicht hinbekommen. Und habe das ganze Zeug zusammengepackt und habe kaum geschlafen, bin trotzdem am nächsten Morgen zur Arbeit und dann weiter. Und ja, wir hatten einen wahnsinnig coolen Tag eigentlich. Während es im letzten Jahr halt mega heiß war, man fast nur rumsaß und es zu voll war, um überhaupt irgendwas zu machen. War es ziemlich beschissenes Wetter, wenn man ehrlich ist. Also zumindest das, was die meisten Leute als beschissen ansehen. Es hat oft geregnet, es war windig, es war relativ kalt. Aber das hat ihn ganz, ganz gut. Dadurch war mehr Platz dort, man konnte ein bisschen mehr zeigen und wir als Gruppe kamen einfach saugut an. Wir hatten einen Ruffy als, in der Version Lucy als Gladiator. Wer die aktuellen Kapitel liest, weiß, was ich meine. Einen Sanji, einen Zoro. Lustigerweise haben die das zwei gemacht, die das sonst genau umgekehrt machen. Also der Zoro hat den Sanji gemacht und so weiter. Beziehungsweise sie. Und einen Kinemon. Das ist, wer den Charakter nicht kennt, das ist letztendlich ein Samurai, den die Gruppe als, sagen wir mal, vorläufiges Mitglied, wie es damals mit Vivi passiert ist, mitgenommen haben. Und der kann Kleidung erschaffen. Das ist eine Teufelsfrucht. Wäre geil für Cosplayer. Ist auch sicherlich ganz praktisch, um Geld zu sparen, aber irgendwie ist das so die nutzloseste Frucht, die man bis jetzt gesehen hat, im Sinne von sich erwehren. Allerdings ist er gar nicht mehr so schwach. Und wir hatten eine Sugar, das ist ein Mitglied der Bande von Doflamingo, genau wie Trebol. Und ja, das war unsere Gruppe. Wir haben auch noch ein paar Leute getroffen, mit denen wir auch die Fotos machen konnten und so weiter. Und zwar, wie gesagt, alles eigentlich ziemlich lustig. Und ich war tatsächlich der einzige Lussop dort und ich habe haufenweise Komplimente, wir haben alle haufenweise Komplimente bekommen, obwohl ich mal ganz ehrlich sein muss. Die Nase war scheiße, die Frisur war scheiße, das Kostüm ist von einer Freundin gemacht, es sieht auch nett aus, aber es ist halt, wenn man mal auf zum Beispiel der Konnichiwa, wo da wirklich ein hoher Standard herrscht, wo die Leute perfekte Guild Wars 2 Cosplay Silvari waren. Aber Silvari war da und der hat wirklich diese Blätterfrisur und alles hingekriegt. Und dann kommt man da mit seinen mittelmäßigen Dingen und einen Haufen geliehener Sachen und einem Helm aus Pappmaché. Und dann kriegt man Komplimente und das kam mir so komisch vor in dem Moment. Aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zu kritisch. Muss ich jetzt echt mal sagen, weil ich kenne zu viel Gutes, um das alles, was ich bisher da gezeigt habe, in dem Sinne, als irgendwie auch nur relevant zu betrachten. Aber wie gesagt, es war sau cool, viele Leute haben sich gefreut, da auch Bilder machen zu können und so weiter. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Und es war halt ein schöner Ausgleich für die ein bisschen in dem Punkt, du verkackte LWM bei mir. Ja. Am Ende gab es ein großes Feuerwerk, von dem wir kaum was gesehen haben, weil wir uns eigentlich erst an die Stelle gesetzt hatten und dann haben sich davor aber noch mal Leute hingestellt und man konnte auch, wenn man stand, nur was sehen, wenn man so direkt an die dran getreten ist und die Rückfahrt war chaotisch und es war voll. Und es war halt alles, ja, allgemein komisch, aber der Tag hat es irgendwie wettgemacht. Man hatte trotzdem Spaß, trotz der ganzen Probleme und wir haben neue Leute kennengelernt, die sehr, sehr nett waren. Ich habe jetzt auch schon mal potenziell eine Unterkunft für die nächste Buchmesse, weil ich nicht bei einem Freund unterkommen kann. Und ja, das mag ich halt an diesen Events ganz gerne, weil man sehr viele lockere Leute trifft. Natürlich auch ein paar Arschlöcher und einem Freund von mir wurde auch was geklaut, was nicht so geil war. Insgesamt muss man halt nicht nur so sehen, aber wie gesagt, es war trotzdem ein schöner Tag und wir haben uns den Spaß halt gemacht. Und jetzt zu der bisschen doofen Rückfahrt. Also, wir haben in Recklinghausen übernachtet, das ist in der Nähe von Essen und mich hat der Hawk mitgenommen. Das war ganz nett und hat mich halt bei der Schwester von wem anders abgesetzt. Die wohnt in Neustadt am Rübenberge. Und wir kamen halt genau so rechtzeitig an, dass ich Ticket holen und in den Zug machen könnte. Problem war, vor dem Ticketautomat stand jemand. Und der hat halt, ich habe mich ein paar Mal geräuspert und so weiter, wollte ihn jetzt nicht stören, weil er halt aussah, als würde er sich gerade ein Ticket holen. Hat dafür aber sehr lange gebraucht. Also nicht schnell rübergehetzt, der Automat war kaputt, wieder zurück. Und er dann so: Ach, wollen Sie hier dran? Auf Englisch. Ja klar, wollte ich da dran. Was sollte ich denn sonst wollen? Und ich hatte das Ticket gezogen und noch während ich das gemacht habe, ist der Zug halt schon weggefahren. Musste ich eine Stunde warten. Und weil ich ein kompletter Vollhorst bin, mal ganz ehrlich, habe ich es auch noch hingekriegt, dass ich nicht so genau auf das Ticket geguckt habe und dachte, ich habe halt nur eins für den Regionalbahn und so weiter. Und habe dann nochmal ein IC-Ticket, weil der eine Zug
die andere Fahrt geteilt war in normale Strecke und IC, also in Regional und IC. Und habe dann noch eine Karte geholt, da habe ich quasi das Doppelte für ausgegeben, was gar nicht nötig war für eine Fahrt, die viel länger gebraucht hat, als nötig gewesen wäre. Oh Mann. Dementsprechend war meine Laune auch, als ich ankam, ziemlich bescheiden. Aber ich denke, das kann man sich gut vorstellen in dem Moment. Aber ich bin selbst schuld. Ich werde mir jetzt die Zeit ein bisschen mit Splatoon vertreiben, was ich anfange. Und ich hoffe, das macht noch genauso viel Spaß wie in der Demo. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens bei Button Kaitos die Woche wieder, was ich hoffe, dass ich es noch rechtzeitig schaffe aufzunehmen. Und wie auch jetzt letztes Jahr schon, es ist das zweite und ich glaube sogar jetzt gerade schon das dritte Gewinnspiel bei der Highscore ist hochgegangen. Guckt mal rein, sucht mal danach. Ich denke, ihr werdet da was finden, was euch gefällt. Gehabt euch wohl. Euer Semni.